Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Ich habe gerade schon Dünger gemacht, damit wir das jetzt nicht in der Aufnahme drin haben und wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil und damit let's go. So, wir haben jetzt 160 Dünger. Das sollte eine Weile reichen. Ich gucke mir nochmal die Felder an, auf jeden Fall. Wir sind jetzt Mitte Frühjahr. Ob da alles gesät und fertig gemacht wurde. Flachs ist auf jeden Fall gesät. Hat es diesmal für ein ganzes Feld gereicht? Ich glaube ja. Ja, hat es. Schön. Da werden wir auf jeden Fall viel, viel Flachs ernten. Und einiges an Moneten da rausholen. Da kriegen wir nämlich die Leinfasern und Leintücher und sowas her. Und daraus können wir natürlich auch viele, viele Kleidungsstücke machen. So, Roggen wurde geerntet, ist auch schon wieder gedüngt. Sehr gut. Kohl wurde ausgesät. Karotten jetzt noch nicht. Werden die im Frühjahr ausgesät oder im... Warte mal. Kurzer Check-up. Frühling, Herbst, Winter, Sommer. Winter, Sommer. Ach so, also sind die noch am... Die kommen noch raus und werden im Sommer dann geerntet. Verstehe. Aber Frühjahr, Herbst, Winter, Sommer. Also machen wir das jedes Jahr abwechselnd? Also in dem einen Jahr machen wir dann von Frühjahr bis Herbst. Und dann nochmal von Winter bis Sommer in dem nächsten Jahr. Und dann wieder von Frühjahr bis Herbst. Nee, eigentlich müsste sich dann Winter bis Sommer einpendeln. Wenn wir jetzt im Sommer Karotten ernten sollten, dann können wir ja im Winter wieder aussehen. Naja, wird schon. Irgendwie. Hafer ist auch ausgesät. Sieht sehr, sehr gut aus. Also ich werde erstmal was trinken und dann können wir auch den Tag hier schon wieder abschließen. Also wir gucken mal in die Verwaltung, ob alle Gebäude Werkzeuge haben und so. Das eine müssen wir noch reparieren, ne? Hier das hier. Das ist mein Haus. Werden wir auch gleich mal tun. Ansonsten sieht es sehr gut aus gerade. Ja, na dann repariere ich mal mein Haus. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Er möchte 4 Stroh haben zum Reparieren. Na gut, dann holen wir uns mal 4 Stroh. Und dann geht's los. So, aber theoretisch... Das ist ja Quatsch, dass ich das gerade repariert habe, weil wir könnten ja eigentlich mal die ganzen Häuser upgraden. Stein und so, ne? Wir müssen mal gucken, wie viel Stein haben wir jetzt gesammelt mit dem Grabungsschuppen? 12. Aha. Okay, warte mal. Ich guck mal ganz kurz in die Verwaltung vom Grabungsschuppen rein. Eigentlich müssten die doch fett Steine sammeln. Wir haben zusammen Gewinnung 9. Spitzhacken sind noch da, Schaufeln sind noch da. Ja, okay, also, ja. Dann mache ich das halt. Also, wisst ihr, was ich meine? Dann gehe ich halt in die Mine und sammle noch ein bisschen Erze und so. Dabei kriege ich ja immer Steine raus. Ist ja das Gute daran. Das ist ja so ein Abfallprodukt eigentlich. Scheune hat gerade kein Material mehr, weil ich eben gerade Dünger hergestellt habe aus dem Dung. Naja. Und der Typ, der da drin arbeitet, der soll ja bis jetzt eigentlich nur Dünger herstellen. Mal sehen, eigentlich kann ich den auch einstellen, dass der dreschen soll und so, ne? Hat der wenigstens immer was zu tun. Ich könnte hier tatsächlich eine Fischerhütte hinstellen. Wie mache ich das mit dem Weg? Dann muss ich den Stall von den Schweinen nochmal eingrenzen hier. Also ich kann da tatsächlich eine Fischerhütte hinstellen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich habe ja den Tipp bekommen, in den Kommentaren, dass genau an dieser Stelle man hier eine Fischerhütte hinstellen kann. Obwohl hier gar kein Fisch drin ist, soll aber der Typ dann halt wirklich Fisch da rausholen. Und... Das ist natürlich interessant und das versuche ich natürlich. Wenn ich hier irgendwie noch eine Fischerhütte hinkriege, dann baue ich die natürlich. Klar, warum nicht?
auch halbwegs parallel zur Brücke. Brett und Holzstamm. Dann ist natürlich nur die Frage, wie machen wir das jetzt hier mit dem Flechtzaun? Ich würde da mal was probieren. Die Schweine sind natürlich gleich am Entkommen. Aber das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir gleich wieder hin. So, und dann könnte ich hier jetzt hier Bretter drauflegen und dann könnte man da hin. Ja, komm, das mache ich jetzt. Geil, Fischerhütte. Doch noch hinbekommen. Ich dachte, wir kriegen keine Fischerhütte. Aber warum nicht? Dann holen wir uns halt noch ein bisschen Fisch dazu. Das ist, kann ja nur gut sein für die Stimmung der Leute. Wenn die halt so viel verschiedenes Essen wie möglich einfach essen können. So, jetzt heißt es nur noch, eine schöne Bretterbrücke hier zu bauen. Das ist natürlich jetzt hier Fummelarbeit, ne? Ich glaube, ich sollte mal richtig ranzoomen hier in die First Person. Dann sehe ich das, glaube ich, besser. Oder auch nicht. Das war ein bisschen zu viel. Ja, so ist gut. Muss man die anderen nur da irgendwie so ähnlich hinbekommen. Es ist nämlich gar nicht so einfach mit so einer Fischerhütte hier, weil dieser Steg nicht wirklich ans... Also, die Fischerhütte ist richtig dumm zu platzieren eigentlich in dem Spiel. Weil diese Treppe hier immer im Wasser ist. Und würde man das näher ans Land versuchen zu stellen, damit die Treppe auf Land ist, kriegt man es meistens nicht hin. Also dann, da wird halt die Blaupause nicht grün, sage ich mal. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Naja, lasst mich mal hier ein bisschen fummeln und ich zeige euch das Ergebnis nachher. Das Schweinchen hilft mir. Wir müssen den Zaun gleich wieder zumachen. Okay, das hier passt nicht hin, weil die Schräge hier ist. Okay, dann lassen wir es so. Aber sieht doch schon, ist doch schon super. Guck mal, da kann man da drüber laufen. Schön. Gefällt mir. Ich muss den Zaun wieder zumachen, das nervt mich. Er will jetzt hier über die Brücke oder was? Nein. Bleib doch da. Och, Schwein. Wo willst du denn hin? Endlich frei. Endlich Freiheit genießen. Okay, Zaun ist wieder zu. Schwein ist auf der Brücke. Toll. So, Fischerhütte ist fertig. Jetzt bräuchten wir nur noch jemanden, der hier arbeitet. Aber erstmal haben wir ein neues Gebäude. Was geil aussieht. Ja, und das finde ich jetzt gar nicht so dumm, dass man hier an der Brücke vorbeigeht, hier drauf auf die Fischerhütte. Finde ich gar nicht so dumm. Sieht gut, ganz gut aus. Und so von Weitem ist auch okay. Einfach noch ein neues Gebäude. Ein kleiner Anlieger. Finde ich schön. Also ich will sehen, wo der hier Fische fängt, aber ja. Also laut Kommentar soll das wohl gehen. Alter, wir haben drei Hähner. Hier muss was passieren. Verwaltung. Hühner. So, der alte Hahn kommt erstmal weg. Für 15 kann ich das verkaufen. Also Tiere sind auf jeden Fall extrem günstig geworden. So, wir haben wieder ein weibliches Küken. Sehr schön, aber auch zwei männliche. Händler finden. Im ganzen Oxcrow gibt es Händler, die diverse Waren feil bieten. Zögere nicht, deine Nachbarn um Hilfe zu bitten. Sie können dir verraten, wo du diese Händler findest. Und unterschiedliche Tiere kaufen. Hä? Okay. Warum kommt jetzt dieses Tutorial-Ding? Verstehe ich nicht. Schöne kleine Fischerhütte. Doch, gefällt mir. So, wir waren eigentlich gerade beim Steineklopfen, ne? Machen wir noch zwei Spitzhacken.
Das ist mit den Brettern ist natürlich ein super Tipp, ne? Also falls ihr das noch nicht wusstet, legt einfach, ich mache das eigentlich immer, legt Bretter hin, dann könnt ihr diesen Steg so ein bisschen optisch erweitern und es sieht einfach super aus und es funktioniert sogar. Also man bekommt keine nassen Schuhe, außer man, man schubst den NPC ins Wasser, dann bekommt er auch nasse Schuhe. Ist das eigentlich die Schweinehirte? Ja, bring da mal dein Schwein wieder zurück in den Käfig. Was machst du hier draußen eigentlich? Hä? Egal. Jetzt habe ich wieder über 100 Steine. Könnte reichen, um ein Haus zumindest auf Stein abzugraden, ne? So, das machen wir jetzt aus Stein. Quatsch, keine Tür. Eine Wand. Okay, machen wir erstmal aus Stein die Wände. Und dann machen wir den Rest. Müssen wir mal statisch vorgehen, weil sonst fällt das Ding ja zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Immer schön. Oh, wir haben über 200 Steine. Krass. Und die ganzen Steine her. Ach so, naja, die sammeln ja auch gerade. Lol. Natürlich, die sammeln ja auch gerade. Ach, Holzstämme brauchen wir ja auch noch. Jetzt aber schnell, weil die wollen ihr Haus haben. Wir haben gerade Feierabend. Es ist ja mein altes Haus. Da wohnen jetzt die neuen drin, die ich geholt habe. Okay. Jetzt fehlen nur noch oben diese, ne? Der Giebel. Heißt es so? Der Dachboden, wie auch immer. Was fehlt noch? Und das Dach, ne? Und dann sind wir auch schon durch mit dem Haus. Und hier kommt das beste Dach drauf. Haben wir noch Bretter und Holzstämme, okay. Bretter, haben wir noch ein paar? Ich hoffe, die reichen. Könnte sein, dass die nicht reichen. Und Holzstämme. Zur Not machen wir aus den Holzstämmen nochmal Bretter. Ja, Bretter reichen nicht. Safe reichen die nicht. Okay, machen wir nochmal Bretter. So, Bauarbeiten abgeschlossen. Sind die beiden jetzt eigentlich homeless? Ja. Okay, also müssen wir die wieder zuweisen. Okay. Ja, kein Problem. Gut, dann können wir uns den Kalkstein nehmen und das Ding noch verputzen. Und dann haben wir schon mal Haus Nummer 1 abgegradet. Okay, sehr schön. Perfektes Haus, also von den Materialien her. Und das müsste eigentlich die Stimmung der beiden, die da drin wohnen, jetzt erheblich nach oben befördern. Ja. Naja, dann machen wir die anderen Häuser auch noch jetzt. Also am nächsten Tag. Achso, wir haben jetzt, wir wechseln in den Sommer schon wieder, ne? Okay, aber hier drüben war ja alles gesät und ausgestreut und gedüngt und so ein Müll. Das dürfte alles passen. Und wenn wir dann die anderen Häuser noch auf Stein geupgradet haben, dann gucken wir uns mal an, wie es mit der Dekoration in den Häusern aussieht. So, wir haben Sommer, meine Freunde. Gucken wir gleich mal auf die Felder, ob da alles geklappt hat, aber ich denke schon. Warum auch nicht? Ja, Flachs kann geerntet werden, ganzes Feld voll. Sehr, sehr schön. Fällt mir. Hafer wächst. Und Kohl kann geerntet werden und Karotten kann geerntet werden. Sehr schön. Top. Funktioniert auch mit euch hier im Feldschuppen. Ihr schreit auch nicht mehr so oft nach Dünger. Das ist ganz okay. So, bearbeiten wir mal das nächste Haus. Oh, hallo? Hallo. Ich habe eine Nee, ich habe gar nichts für ihn. Mach mal etwas Platz, Junge. Ist das ein Junge? Bye bye. Okay. Von mir aus. Ja, du auch. Du siehst aus wie eine Schnecke.
Habe ich ein obdachloses Kind? Lol. Steintür, Steinwand, das ist immer das Nervigste. Warum kann man nicht einfach einmal sagen, ich möchte alles aus Stein bauen und dann ist gut? Nein, man muss immer die ganze Zeit hier rumklicken. Nervig. Okay, jetzt noch das da oben. Putzte Flechtwand. Rietdach kann weg. Ah, das wollte ich nicht. Ach, Quatsch. Erstmal muss ich es ja einstellen, dass es aus Stein sein soll. Mann, nervig. So, habe ich jetzt genug? Ja. So, wir brauchen noch Bretter. Bretters. Oh, ich habe eine Idee. Mal was ausprobieren. Was, glaube ich, ganz gut wird. So. Wenn man nämlich so ein Spalier nimmt und das hier so direkt an die Hauswand dran wirft, dann sieht das so aus, als ob hier so Efeu hochwächst am Haus. Weißt du, was ich meine? Sieht schon geil aus. Doch, gefällt mir. Eine Wand, nur so, zack. Okay, Haus ist fertig. Jetzt können wir wieder die Leute einteilen. Einfaches kleines Haus. Ja. Ah, okay, jetzt sind sie alle eingezogen. Okay, gut, 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 gut. Weil die alle zu einer Familie gehören. Schön, schön, schön. Jetzt verputzen wir den Bums wieder mit Kalkstein und dann dürften die auch wieder sehr, sehr glücklich werden. Ah, wir brauchen demnächst wieder Kalkstein. Das wird jetzt ganz schön verbrannt von mir. Top. Wieder ein perfektes Steinhaus. Fällt mir sehr, sehr gut. Jetzt noch die zwei. Aber ich glaube, warte ich da jetzt erstmal? Also ich guck mal, wie viel Stein ich noch habe, aber ob das noch ausreicht für ein oder zwei Häuser? Na gut, ich habe noch 130 Steine. Ne? Das sollte eigentlich noch reichen für zwei Häuser. Und es wird ja auch ständig noch Stein geerntet, also. Jetzt habe ich einfach eine Mutter mit Baby obdachlos gemacht. Ach, das ist schwierig, nur das Rieddach abzureißen. Jetzt habe ich schon wieder das Gestell oben abgerissen. Naja, egal. Die Holzstämme habe ich auch noch. Oh, wir haben einen Holzschuppen 2 freigeschaltet. Oh. Schön, schön, schön. Das ist nice. Hat sich also doch gelohnt, hier so ein bisschen was rumzubauen. Damit haben wir die Technologiepunkte bekommen. I hope our king is going to reign as long as possible. But you... So, Haus ist fertig. Können wir Ed Borga und ihre Familie hier wieder einziehen lassen? Ja. Ganze Familie, bitte. Danke. Schön. Gucken wir mal, ob der Kalkstein noch ausreicht für dieses Haus. 73 Kalkstein. Könnte klappen. Dann haben wir hier unten nur noch ein Haus, was aus Flecht besteht. Da oben haben wir noch ein paar, die aus Holz bestehen. Ja, nee, reicht nicht ganz. Also hier oben, die brauchen 4. Ja, das da oben kriege ich noch nicht verputzt.
Da muss ich dran denken, dass ich das dann noch irgendwann mache, wenn wir wieder Kalkstein haben. Ich gehe noch mal einmal kurz in die Mine rein, damit wir wieder ein paar Steine haben und so. Und dann könnte ich ja mal aus den ganzen Erzen ein paar Barren brennen. Und dann sind wir auch schon fast wieder durch mit dieser Folge. Stimmt, es ist ja Sommer, die Mine ist wieder voll. Auf jeden Fall sind wieder alle Schweine im Gehege. Wo wir haben, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Schweine. Wir haben schon wieder zwei Eva, ne? Den älteren verkaufe ich wieder. Und dann haben wir zwei Säue und einen Ferkel. Oh, wir haben vier Esel. Ah, okay, wir haben noch ein Fohlen bekommen, männliches diesmal. Schön. Ja, die werden auch gute Preise abgeben. Wir werden auch ein bisschen Kohle mitmachen, wenn die erwachsen sind. Deswegen immer schön Pärchen kaufen, weil dann bekommt ihr kleine Tierkinder und die werden irgendwann erwachsen und dann könnt ihr die verkaufen und dann habt ihr gut Geld in der Tasche. Hat sich natürlich früher ein bisschen mehr gelohnt, als die Tiere noch ein bisschen teurer waren. Jetzt gerade mit dem neuen Update sind die ja ziemlich billig geworden. Finde ich ein bisschen schade, weil ich habe früher so ein Huhn oder so ein Schwein wertgeschätzt, weil es halt so teuer war. Also da war das schon so ein Ding, ne? Da hat man natürlich auch ein bisschen mehr Geld mit verdient, wenn man die Tiere dann verkauft hat, die man dann hatte. Ja. Aber jetzt zur Zeit... Ich krieg nicht mal 100 Münzen für einen Huhn. Wenn ich es verkaufe. Oh, Näherei 2 haben wir freigeschaltet durch unsere Produktion jetzt. Sehr gut. Ich glaube, ich werde die Bronzebarren erstmal weglegen. Wir haben jetzt 20 Stück. Weil das bringt jetzt mir nichts. Also ich werde erstmal warten, bis ich irgendwann einen Plan habe, was ich damit machen werde. Also, die jetzt einfach zu Bronze hämmern zu machen, ist jetzt, fühle ich jetzt auch gerade nicht. So. Unsere Dorfbewohner sind durstig. Na, dann gib mir doch mal die Eimer und dann machen wir die mal voll. Es reicht auch ewig, das Wasser. Also, irgendjemanden da für einzustellen, fühle ich überhaupt nicht. Am Brunnen. Könnte man theoretisch, dass jemand da immer Wasser holt und so. Aber ey, 21 Eimer mit Wasser. Ihr habt gesehen, habe ich jetzt mal schnell gemacht, ne? Ist kein Ding. So, wir haben ein neues Level in Gewinnung. Prozent schneller Bergbau für die nächsten 10 Sekunden. Das ist tatsächlich etwas, was... was ganz gut wäre. Obwohl, den letzten Punkt in Maultier hätte ich noch gerne. Du kannst 15 Kilometer tragen. Hätte ich noch gern. Und beim nächsten Mal können wir das dann mit der Spitzhacke machen, dass wir da schneller abbauen und so. Ja, und ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Hier mit meiner neuen Fischerhütte. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Folge. Ich habe viel erreicht. Die Häuser upgraded. Die Leute müssten jetzt von der Stimmung her auch ja, fast alle auf grün sein. Ja, hier geht es auf jeden Fall krass hoch. Schön, schön, schön. Gefällt mir, gefällt mir. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, vergesst das Abo nicht und den Kommentar. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge und ich wünsche euch eine schöne Woche oder ein Wochenende, je nachdem, wann ihr diese Folge schaut. Macht's gut und bis dann, ciao.